Die Cops sind wahrscheinlich ahlig genug, um dann impounden zu wollen. Ja, stell die mal so ineinander rein, als ob die gegeneinander gefahren wären. Ja. Genau. Vorsicht, da kommt noch ein Auto, Vorsicht. Engage at will. Oh Gott, als ob der eine dem anderen hinten rein. Oh Gott. Oh nein. Oh, oh nein. Gott. Oh mein Gott. Der ist voll reingedesinkt, Alter. Opa, ist der Opa tot? Ich bin rot. Okay, jetzt glaube ich, kommt die also, Ruine auf jeden Fall. Perfekt, ruft Medic alle. Bringt euch in Stellung. Ist das schlecht? Ja, Medic kommt schon. Leute, wir sind die besten Szenen. Versteckt euch, Alter. Die Wichser, die verpetzen. Ja. Fall back. 10, fall back. 11, form on me. Ready for orders. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hold fire. Ready. Ready for orders. Jetzt ist unser Auto ready. Kaputt, Cops, oder? Cops, 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 Cops. Standing by. Ready, ready. Bereit ready. Machen. Waiting. Wer ist der Cop? Wer ist der Name? Name, Name? Ready. Honig, ja. Okay, erstmal gucken, was passiert. Du gehst einfach weg als Cop. Standing by. Standing by. Als Rebell. Boningen, das waren die, die heute schon mal nicht mitgespielt haben. Einer läuft da rum, ein Rekrut ist weg. Ey Jungs, einer hat hier die ganzen Meldungen raus, der muss ein bisschen zurückhalten. So, er zieht. Achtung, pass auf, ihr werdet umlaufen. Hier ist ein Rekrut bei mir, vor mir. Ja, sprech ihn an, er soll Hände hochnehmen. Wenn er in deiner Nähe ist. Hat mich nicht gesehen, er ist weitergelaufen. Er kommt auf dich zu. Hallo Joker. So, ich rede jetzt. Seid ihr bereit? Ready. Seid ihr bereit? Ja, ich bin vorne. Standing by. 10, oh, hey. Return to formation. Gruppenchat. Gruppenchat. Der Bull läuft. Standing by. Ready for orders. Ready for orders. Waiting. Standing by. Ready. Awaiting orders. Puh, bei dir ist noch einer oder hast du ihn erwischt? Nee, hier ist noch irgendwo ein. Standing der ist zu dir reingelaufen ins Gebüsch. Ein Rekrut. Denk dran, dass hier gerade. Der ist hinten da bei Poop Monkey. Da liegt du der. Kleiner. Was, Alter? So ein kleiner, weiß ich, ich bin ein Ziel gehabt. Ich dachte, er gibt sich. Was soll das Ding? Ist nicht der andere Kopf noch? Nicht den anderen Kopf erschießen. Ja, der lebt noch. Gut. Ja, hier steht Bonin. Ist der verwundet oder so? Ja, Bonin. Okay. Rechts von uns habe ich einen gespottet, aber das. Darf ich nächste rotieren? Ah, ne, da. Nein, die wollen wir haben. Ey, ich hab den hier. Die können wieder geheilt werden und dann abgeführt werden. Ja. Okay. Hubschrauber ein, Hubschrauber. Hat jemand Lockpicks dabei? Olaf, Hubschrauber? Ja, ich gehe. Ist die Karre offen? Ja, die Karre ist offen. So, ein bisschen Ruhe bitte. I see movement. Car. 300 meters. Haltet noch auf die Straße im Auge, nicht, dass hier noch mehr ankommen. Ich hol noch einen Hubschrauber. Haben die das Wackeln der Waffe irgendwie verstärkt? Leute, die Wagen sind weg. Ah, Billy ist im Offroader. Scheiß drauf. Irgendwie so aus, also wenn ich im Scope bin, und er hat schon ganz schön extrem. So, dann baut eine Rundumsicherung auf. Hat der ist jetzt einer gestorben oder ist der nur getased gewesen? Okay, fahren Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Er sagt dem Medic, der soll den retten. Komm gleich mit dem Hubschrauber. Ja. Ja gut, aber hocken ist er wohl. So. Achtung, komm mal Auto im Vollspeed, Achtung. Abgebremst. Jojo, mein ganzes Gear noch behalten vom letzten Mal. Ja, Hannibal, fuck, fuck, wie komm ich so, hier jo. Hin? Ey, reduziert mal eure Gespräche. Jetzt oh, Schüsse, bist du auf mich? Schüsse. Ich weiß auch, ich markiere es gleich, die schießen auf mich. Die ist hier hinten. Ich hab markiert oben an der Straße. Ja, schießt auf mich. Ist markiert auf der Karte, wo sie gerade waren. Check nicht mal.
nicht, dass wir eine Geisel haben. Schreibt dir wohl, dass wir eine Geisel haben. Ey, ich komme hier nicht ich weg. Ich schreib den. Wir haben eine Geisel, das ist zwei einstellen. Jungs, ich sitze hinterm Polizeiauto und die ballern die ganze Zeit da drauf. Bleib ruhig! Ich hab geschrieben, wir haben eine Geisel, Feuer einstellen. Schießen weiter, oder was? Hold fire! 10! Form on me. Die haben mich getroffen. 9, fall back. 11, fall back. Ja, die schießen auf von deiner Seite. Du musst auf die andere Seite, glaube ich. Habt ihr keinen Nebel dabei? Eli hier. Ja, jetzt müssen wir irgendwie oh, zum Heli bewegen. Hopp, so, hopp, los, hopp. Auf, alle zum Heli. 2, alle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hold fire. Wir nehmen den zweiten Heli, die erste Heli haut ab sofort. Go, 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 weg, 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 weg. Ich komme auch noch. Ja, wir haben auch einen zweiten Heli. Ja, los, 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 los. Los, wer hat noch Nebel, Nebelwerfen von Heli, wenn es geht. Wir haben eine Geisel, haben wir eine Geisel oder haben wir keine? Wir haben eine Geisel. Wie heißt der? Boning, Officer, Senior Officer Boning. Wo ist er? Ronny, sag nochmal, Boning, dass das Funkgerät weg ist. Ich stelle jetzt. Alle drin. Da, schau, 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 schau. Und nach hinten wegrennen. Ja, sehr schön, Jungs. Und ab ins Rebellengebiet. Wo ist der nächste? Wo ist der andere mit dem Medi? Wir haben Salvador vorgelassen. Oh nein, ich hab wieder vergessen. Dreh um. Ich dreh um. Wo ist denn der? Lande im Sunny-Zentrum. Ja, lande Zentrum. Da. Ich komm da hin. Oh Gott. Alter, oh Gott, ich bin langsam. Nein. Ja. Aber ich schmeiß Smokes. Ich schmeiß Smokes. Wasser rein, zieh mir Wasser rein. Es senkt an Aussteigen und Umsicherung. Ich lande davor an der Anker. Schreib bitte jemand, schreib bitte den Polizisten sofort, der Bonig wurde geheilt von seinen Wunden und ist jetzt. Komm her, komm her, komm her. Niemand steigt aus, komm her, komm her, komm her. Keiner steigt aus. Ganz ruhig, Jungs. Ich schreibe. Oh, Herr Bonig befindet sich in bester Gesundheit und in unserer Gewalt. Okay, auf, los, los, los. Und weg. Gut. Zu 90% gut gelaufen. Dann muss man keine jetzt, oder? Fragen, return to formation. Komm mal zu retten. Ist er behindert? Hm. Ja, wieso? Er war tot und wir haben ihn gerettet. Was soll ich außerdem denn schreiben? Muss ein Arzt immer Leben erhalten. Ja, dafür sind die Medics ja da. Die Leute nicht den Tode verfallen. Also, passt dann so lange auf den auf, weil ich setze euch ab und dann. Kurz da. Ja, ab in den Hangar mit ihm. Soll ich den dann niederschlagen und abführen? Nein. Nichts abführen. Kannst Kopf nicht fesseln, glaube ich. Du musst ja immer sagen, Roleplay-mäßig, mit so einem Satz anfangen und dann sagst du ihm, was du von ihm haben willst. Okay. Zwischen Deck trotz all dem, ne? Er hat es noch nicht mal geschafft, seine Waffe zu zeigen. Ich weiß auch nicht, ob er seine Pistole gezeigt hat, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Er hat ja keine Waffe vorhin. Ja. Lass ihn bitte noch seine Weste ablegen und die soll er von mir aus wegschalten. Wir wollen sie nicht haben, er soll sie wegschalten. Ich traue ihm nicht. Ja, dann kann ich noch was im Rucksack oder in der Weste haben. Und nicht, dass so eine Outside-Action macht. Und den Rucksack auch weg. Okay. Wie heißt der? Bonig. Ah ja. Machen wir die Markierung auf der Map weg, ne? Jo. Von uns ist keiner jetzt. Wie geil, schauen, das, wie geil er sich gedacht hat, er kann da hingehen, und kann ihn fire. Mitnehmen, Alter. Ja, der saß da und hat gewartet. Also. Wer hat eigentlich vorhin die Smokes erwähnt im Kampf? Wie bitte? Wer hat vorhin die Smokes erwähnt? Erwähnt? Ich. Ich hab gesagt, wer hat Smokes? Wieso? Du hast mein Leben gerettet. Ja. Ich gerne. Stand noch voll im Schuss, ey. Darf ich denn, sag ich dich ja schon mal, nimm alle immer das Smoke mit. Ja, ich hatte ja welche dabei. Super. Ah, Batman und Joker sind auch in der Rebellenbasis. Ja, dann sollen die gucken, dass der sich ordentlich verhält. Sollen direkt die Waffe auf ihn richten. Die haben wahrscheinlich andere Sachen zu tun. 11, form on me.
Ich könnte ihn auch mal in, wir könnten ihn ja auch mal bis zum Checkpoint laufen lassen. Und wir fahren mit dem Auto hinterher. Und jeder zieht wir fahren ihm mit dem Auto hinterher. Jeder zieht sich ein E-Frit und wir fahren ihm mit E-Frit hinterher. Nee, nee, nicht mit dem E-Frit, nein, mit Quatsch. Ja, wenn ich Kart fahren würde, würde ich sagen, wir fahren mit Kart hinterher. Oh ja, stimmt, ja. Nein. Aber wieso die sich nicht einfach ergeben haben? Die wissen doch, dass wir nicht zu zweit rumlaufen, die waren zu zweit, hätten sie ruhig Ey, ich hab Travin, ich stand hinter Travin und brüll ihn an, ergib dich, ergib dich. Ja, auch bei Honig hab ich nicht gehört, wie du ergeben. War der eine nicht tuned? Tuned, ich stand auch direkt neben Tuned und hab ihn voll angeschrien und er hat auch irgendeinen mit dem Taser gebannert. Ja, ich hab auch auf ihn gezielt, konnte die ganze Zeit schießen und dann brüllt er. Ich dachte so, er gibt sich jetzt, ne, was soll sie eigentlich so erklären? So, nein, er tasert mich, er scheiße. Er wird quasi von allen Seiten angeschrien den Kopf gerade. Und er fängt trotzdem an zu ballern. Erwähne bitte nochmal, dass der Herr Tune die Möglichkeit hatte, sich zu ergeben. Travin war das. Travin, ne? Ich meine doch, der geht sich so hier damit klar. Das wird genauso ein Outsider. Ja, vorhin eigentlich hieß es, ja, der hätte sich ja mit mir unterhalten. Der hat sich wohl allein schon als er am Hange war, dass ich mit keinem unter. Ah ne, das war ja Tune wieder. Das war Tune. Ja. Er hat die Hose gemacht. Tune hat sich da unterhalten. Ja? Ja, der hat doch die ganze Zeit erzählt, er würde sich in die Hose scheißen so, und der hätte Angst. Ja. Ja. Und dann doch neben Ferro im Hangar und meinst du zu Ferro, Ferro, ich hab Angst. Also Bonix sitzt jetzt in unserem Hangar und ich bewache den. One, rally up. Nine, form on me. Soll ich ihm was zu essen und trinken geben? Was ist denn unsere Forderung eigentlich? Aber ich hab nichts mehr zu essen, genug zu trinken. Dabei. Also ich bin immer für die Idee von Beastwood exekutieren. Ich finde das mit dem Laufen, wir fahren eben mit den Quatzen daher ziemlich cool. Wir können auch immer noch einen Tanklaster befüllen lassen. Nee, ist passt nicht. Alles nicht mehr, wir Server Reset alles. Ist schon wieder gleich 0 Uhr, Alter, what? Guten Tag. Eine kurze Frage. Aber die Schießerei war schon in dem Moment vorbei, gell? Wo, hier diesen, wo ich den Bullen da geratzt habe. Ja, danach, ja war danach kam. Warum, wenn wir sagen, du sollst ihn retzen, das ist ja nicht schlimm mit bei, oder? Ja, ich. Oder heult er auch nicht. Nee, ich hab ihn ja auch noch gefragt, der hat ja nicht geantwortet. Also, Max, ja, dann bist du jetzt mit Arzthelfer aus dem Ja, ich bin der Grantelbart, weil ich immer so sauer bin. Deswegen bin ich der Grantelbart, weil ich immer nur rummotze. Herr Grantelbart. Haben sie gesagt, ich soll mich Grantelbart nennen. Weil ich jeden immer anmaul, vor allem die Bullen, und immer ihnen ihre eigenen Regeln erkläre. Sehr geil. Was sie richtig hassen. Grantelbart, nein, also in dem Moment, wo du angefangen hast, ihn zu retzen... Lass mich immer noch Max nennen. Max, in dem du angefangen hast, ihn zu retzen, war die Gefechtssituation vorbei. Danach kamen erst wieder Schüsse, das konntest du aber nicht wissen. Ja, nee, ja, die heulen ja immer sehr gerne, weißt du. Ja, nee, also, du hast angefangen, da war es ja alles okay, wir wussten ja auch nicht, ob noch Streifen, nee, wir haben nichts gesehen. Und dann hast du angefangen und dann wurdest du beschossen. Und vor allem haben wir ja nicht gedacht, dass jetzt hier, wenn wir eine Geise haben, die Cops da rumballern, ne? Ja. Okay, ich geh mal, ich muss jetzt mal unten ins Büro gehen. Denk daran, den Rucksack und die Weste wegzunehmen. Ich geh mal kurz ins Büro. Ja. Das war noch ein bisschen schlecht, finde ich. Ja, das ist immer, wenn man kurz vorm Sterben war. Hold fire! Engage at will! Hold fire! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Free to engage! Sie sehen es ja mitgenommen aus. Kann man Ihnen irgendein ein Getränk für zur Aufmunterung anbieten? Was hätten Sie denn? Ich würde gerne ein Bier nehmen. Ja, ich habe leider nur alkoholfreies. Ich bin gerade im Dienst, Sie ja auch eigentlich. Dann können Sie jetzt doch nicht einfach Alkohol trinken. Ja, jetzt gerade bin ich außer Dienst, würde ich sagen. Herr Bonnig. Wie wäre Ihre Kappe gefällt mir. Könnten wir die tauschen? Ha? Bekommen Sie noch ein schickes Modell von mir? Ich weiß nicht, ob ich das brauche, nur dass ich Probleme mit meinem Chef kriege. Ach, da bekommen Sie keine Probleme. Wegen einer Mütze doch nicht. Wegen einer Mütze doch nicht.
Und die gibt es doch hier, wie Gott dafür. Wenn Sie das irgendwie abklären, kann ich Ihnen die auch geben. Alles klar, stell es ab. Hold fire! Engage at will! Hold fire! Engage at will! Hold fire! Engage at will! Was machen wir jetzt? Gegenseitig verschwinden, sie schlagen nichts hier. Sonst gibt's Ärger. Sehr geil. Oh, ich hab bekommen meine Mütze und ich bekomme ihre. Dann geht es klar. Okay. Hold fire! Hold fire! Und bekommen so ein schickes Teil von mir. Engage at will. Vielen Dank. Okay. Herr Boning, was machen eigentlich Ihre Kinder? Ich habe gehört, die hatten dieses Jahr Schuleingang. Ja, aber es klappt nicht so richtig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, könnte ich nicht gut integrieren in die Klasse? Das klappt nicht so richtig. Der Große benimmt sich immer daneben, sagt immer schlechte Wörter. Und ich muss jeden Tag in die Schule zur Frau lernen. Ja, ich habe immer dabei. Das ist ja eine hübsche Frau, aber meine Frau meckert schon, weil ich jeden zweiten Tag deinen Mund. Dabei hat der Sohn doch so ein gutes Vorbild, einen ehrlichen Polizisten, der seinem Job nachgeht. Ja, Sie wissen ja, wie das ist. Die, die am vorbildlichsten sind, haben die schwierigsten Kinder. Ja, das scheint wohl zu stimmen. Da hat keinen anderen Kopf gefunden, das ist ein bisschen zu alt. Hat der Spieler was gefunden? Hold fire! So alt bin ich nicht. War dazu gutes mittleres Alter. Alleine erschießen. My sound is activated. Das sehe ich doch. Hold fire! Was machen wir jetzt mit dem? Bitte, danke. Ja, erstmal abwarten. Topper hat ihn entführt. Also ist der Topper sein Gast. Guck mal, Joker, da hinten sitzt ein Polizeimann. Du hast du lange nicht mehr gesehen. Muss ich erstmal inspizieren hier. Ah, Mob, komm mal mit, gib dir mal Geld. Ja, das. Ja, komm mal raus. Oh, Kontrollflug, ob die Cops kommen. Hold fire! Engage at will! Der wird sich ganz aufdecken und geht hin los. Ja. Frage, wie kann man eigentlich so langsam laufen? Ja, dann drück doch mal W und S gleichzeitig. So oder was? Salvador. Was? Ah. Was? Wie wo? Waren 45.000. Guck mal auf die. 10. Return to ja, formation. Egal. 5.000 schenke ich dir. Achso, so. Ich bin lieber. Egal. Ja, danke. Understood. Irgendwann hat er ein Echo. Ja, Schirm. Sorry. Hat ja wunderbar geklappt. Joker, wie er sich den anguckt. Aber die Bank kommt noch ganz sicher. Ja. Muss ja schauen, was sich so verändert hat in den letzten 3 Monaten. Was sagst du zu meiner Base, zu meinem Werk? Alles gut, also schaut auf jeden Fall vernünftig aus. Da sind Löcher drin. Ich hatte sie zwar kleiner in Erinnerung, aber oder beziehungsweise mir kleiner vorgestellt. Ich hab die Größe nicht vorgegeben. Ist ja nicht schlimm, dass sie jetzt größer ist. Hat Mario die Umrandung gemacht, oder? Move weiter von da bis da bis da bis da. Regroup!
Ja, lass mal jetzt mit dem Kopf machen, der will hier auch keine Stunde sitzen. Ja, und David, das ist doch völlig egal, der darf jetzt erstmal warten. Wir lassen ihn jetzt dafür sitzen, Alter, dass er und sein scheiß Raven, Alter, beim AG-Rufen nicht aufgeben. Alter. Alter. Ja. Aber er hat ja auch nicht, ne, er wurde ja auch erschossen erstmal. Aber Dravin halt, keine Ahnung, der hat überhaupt gar keine Chance. Ja, der ist warum zingelt von allen Seiten und ballert mit dem Taser in alle Himmelsrichtungen? Jungs, deckt euch mal irgendwas aus, was wir fordern, schnell, wir sind noch eine halbe Stunde, wir brauchen was, ich muss jetzt irgendwas da noch klären. Ich würde mal sagen, für die nächste Aktion Spike auf alle Fälle, ne? Spike Trips? Ja, dann fordert. Ich bin ja schießen. Für einen Kopf braucht man ja nicht so viele fordern. Wir können den Joker mal wieder Blut lecken lassen. Mal gucken, ob er noch fähig ist, ein Rebell zu sein. Ach ja, zwei Spikes, ein bisschen was zu essen und gut ist. Bin nicht mehr fähig, ein Rebell zu sein. Ich stelle mich in die Ecke und warte, bis es vorbei ist. Aufs Dixie-Klo gehen. Hier ist Dixie-Klo. Komm mit, kannst du kotzen gehen. Ja, wer macht denn die Durchsage? Wer will das denn machen? Irgendwo, man schreibt was. Los, auf geht's. Ich muss hier gerade noch ein bisschen mit den Cops da, die sind ein bisschen nerd gerade. Nee, jetzt können wir schreiben, Salvador. Aber schön, dass Fero gleich ankam. Darf schreiben. Was ist denn passiert, dass sie mad sind? Erzähl ich gleich. Okay. Mal gucken. Aber ihr habt ja gesagt, die sollen immer direkt runterkommen. Ist doch gut, wenn sie machen. Ja, ist auch, alles geklärt, ist alles aus der Welt geschafft. Ja. Wo ist denn der Dr. Doma? Hat den schon jeder? Oder soll ich ihn mal fragen, was er will? Ich frag mal. User left your channel. Dixie-Klos gehen nicht auf. Ich finde das super, die beanspruchen. Hat er noch einen Rucksack auf? So, ja, so, und alle, die nichts zu tun haben, gehen jetzt mal, machen eine Rundumsicherung, bewachen das Lager mal ein bisschen. Es kann ja auch mal sein, dass die herkommen wollen und die befreien wollen. Ist vorhin nicht einer mit dem Heli losgeflogen, um zu gucken? Ja. Der Rucksack von dem ist unsichtbar, deswegen... Ja, gerade noch auf, nicht. Hans hat mir auch gesagt, wir sollen abnehmen. Ist eh nichts drin, schon rein. Die Weste hat er auch noch an. So, okay, die Weste wird jetzt ausgezogen. Soll sich nackt machen. Herr Boning? Ja. Wir haben eine Weste an und ich bin mir nicht, ich hab wohl nicht gesehen, ob ihre Pistole Was haltet ihr davon? Deswegen würde ich jetzt gerne, würde ich sie gerne bitten, dass sie jetzt einmal ihre Weste auf den Boden legen und die wegteilen. Ja, damit wir sie nicht bekommen, aber damit wir uns auch sicher sind, dass sie keine Waffe haben, okay? Nein? Ja. Ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen übertrieben. Mache 2-3. Und wir machen halt eine coole Übergabe am Checkpoint oder so. Also keine Tickets, lasse ich weg, ja? Und mit den Donuts. Mach halt 3 Spikes, den Donuts, den Kaffee fertig ist. Mach erstmal 5 und lass dich runterhandeln auf 3. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Okay, gut. Ja, sollen wir dann schon mal mit dem Gefangenen losfahren? Lass mit dem Ticket soll ich wegmachen, ja? Jo. Werner? Form on me. Sollen wir nicht schon mal losfahren dann? Wo wir den Übergabeort haben wollen? Oder machen wir es hier? My sound muted. Hold fire! Free to engage! Ja, können Sie das nochmal wiederholen? Das letzte hatte ich gerade gar nicht verstanden. Vielleicht kann man denn Waffen eigentlich in die Weste stecken? Die kleinen Waffen, die Pistolen, kann man schon immer in die Westen stecken. Echt? Hab ich noch gar nicht gehört. Ja. Darf man denn erfahren, wo Sie gerade hin wollten? Eigentlich nur durch Zufall gerade an den Tatort gekommen, wo von ihnen 3 Leute verwundet waren. Und ja, da haben wir gesehen, dass das doch etwas gefährlich werden könnte. Hold fire. 2, 3, 4. Ja, wenn ihre Kollegen jetzt gut kooperieren, dann kommen sie auch frei. Das ist alles gar kein Problem. Wir sind ja keine sinnlosen Mörder. Ja, noch muss ich keine Angst haben. Naja, ein bisschen Angst sollten sie schon haben. Wir sind schließlich böse Rebellen. Sowas würde ich auch gerne haben. Es ist halt nur ein bisschen schade, dass wir ihren Rekruten, einen Kollegen da umschießen mussten, aber obwohl er komplett umstellt war, hat er sich doch mit allem, was er noch hatte, gewehrt. Da gab es keinen
Ja. Anderen Wege. Rally up! Inhalte die Ausbildung. Dann ist es ja eine echt harte Ausbildung, wenn man immer bis aufs Letzte kämpfen muss. Bei den Rebellen ist das nicht ganz so schlimm. One. Rally up! Regroup. Die Leutnant Sibi geschrieben. 5 Spikes, 10 Donuts. Nach Erfüllen der Forderung werden vier Kameraden fortgeführt. Ja, bitte. Wie sieht die denn die Gardina mit den Abfällen? Ich kann sie manchmal etwas schlecht verstehen. Warten Sie mal kurz. Ich sage, wie schiebt sich denn die Kativa mit den ACO? Ja, du kannst es... Ah ja, jetzt habe ich sie auch verstanden. Ja, es reicht aus. Ich stehe sowieso meistens noch etwas weiter hinten. Weil ich meistens der Pilot bin oder Fahrer. Aber zur Selbstverteidigung reicht es im Moment. Wir haben ja leider nur das NRTO. Ja, sie haben dafür aber auch stellenweise die MK-18. Das ist natürlich ein absolutes Top-Modell, was ich auch sehr gern hätte. Ja, das liegt leider nicht in meinem Budget, in meinem Officer-Rang. Aber Sie haben noch keins. Keine MK-18. Nein, nein. Naja, wenn Sie sich weiter gut anstrengen, denke ich, schaffen Sie es dann auch. Dann haben Sie auch eine MK-18 und dann komme ich nochmal auf Sie zu. Wenn Sie die Situation hier denn lebend überstehen. Ja. Hold fire. Aber nette Geiselnehmer. Finde ich echt in Ordnung. Ja, wie gesagt. Junge, Herr Boeing. Machen. Return to formation. Mehr will ich haben. Mehr ich nicht weiß zu kochen. Nee, zur Zeit noch nicht. Also mir geht's noch three, ganz gut. Four, ich bin noch five, ein bisschen six, seven, genommen eight, vom, nine, ten, 11, hold fire. Vom Unfall. Und Jurek tut echt leid, dass er dich erschossen hat, aber ich dachte, du nicht gehört hast. Weißt du? Nee, ich hab das auch nicht so richtig gehört im Gefecht. Kam zwar irgendwas, kam von der Seite, aber ich konnte es nicht richtig interpretieren. Das war zu laut durch die Rauchgranaten und... Ja, unser Jurek ist halt einfach ein bisschen impulsiv manchmal. Und betrunken. Immer. Wodka halt, Russen, ne? Ja, ohne den geht's nicht. Zielreifer. Deswegen zittert er auch die ganze Zeit so. Es ist schrecklich, mit ihm zu arbeiten. Nichts macht er richtig. Jurek, hol dir ein Eis, komm. Jurek mag kein Eis. Jurek will Brause haben. Jurek will Brause. Du hattest heute schon genug Brause. Du kriegst heute keine mehr. Böser Jurek. Sound Mikrofon activated. Manchmal ist es schon schwer bei uns Rebellen. Kommen die jetzt her? Hast du zwei Wochen? Hold fire! Wir haben doch eigentlich schön hier. Leute. Das ist halt immer stressig mit dem ganzen Verkaufen und dann wieder rumfliegen, beschossen werden. Ten. Ja, return to formation. Ich denke mal, da teilen wir das gleiche Leid so ein bisschen. Aber deswegen... Ja, für die Polizisten ist es ja auch schwer geworden. Deswegen gibt es ja solche tollen Geiselnamen. Aber schönes Lager haben sie hier. Hm? Wie bitte? Deswegen gibt es ja solche tollen Geiselnamen. So ein bisschen Abwechslung in den Alltag, das ja. Tut auch mal gut. Genau. Da hat man mal ein bisschen Ruhe. Vor allem, wenn man so unter netten Leuten sitzt, wie ihn. Aber dass wir netzen, dürfen Sie nicht an Kollegen sagen. Sie müssen denen schon sagen, dass sie blutrünstige Monster sind, die einfach alles umschießen. Ja. Ja. Oh ja. Die haben gesagt, das tut mir weh. Mama, wir sind nicht nett. Machst du gleich mal 10 Kniebeugen hier.
Nachbar schon ringen. 10 Form on me! Wenn du nochmal sagst, wenn wir so nett sind. Wir werden hier heute gedrillt, um der Bevölkerung zu helfen. So, wie so unsicher Rede sind. Batman. Komm runter, Batman, die kommen mit dem Ghost Talk. Der E-Cool wiederkommt und, naja. Wieder. Mach BAM! Ja, er ist halt oh, brutal. Die kommen jetzt wirklich mit dem Ghost Talk? Ja, da passen richtig viele Cops rein. Ach du Scheiße, also müssen wir uns jetzt positionieren. Yep, das ist das hier. Okay. Ja, was machen wir jetzt mit der Geisel? Exekutieren, wenn die uns jetzt stürmen wollen, oder? Yep. Wenn sie stürmen wollen, exekutieren wir. Okay. Also bleibt einer. Aber es reicht, wenn einer beim Kopf bleibt. Ich bleib bei, keine Sorge. Hör, ja, dann hat man eine gute Deckung, also. Kann man das Tor hier nicht aufmachen, was soll der Scheiß? So wie es aussieht, könnte es jetzt unser letztes Treffen sein, deswegen sage ich schon mal auf Wiedersehen. Vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht nicht. War schön mit Ihnen. Hoffentlich, ja, wir fahren dann nämlich ins... Wir fahren dann ins Ferienlager. Oh, bisschen ruhig. Einer könnte sich ja beim Händler reinhocken. Mach aber die Hatches oben runter, Topper, weil dann glauben sie, da oben sitzt einer drin. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Puh. Manchmal bist du was zu gebrauchen. Soll ich mich noch irgendwo positionieren? Ich hab dich auch gern. Ach, Puh, ich hab dich auch gern. Sei doch nicht so. Puh, redest du jetzt nicht mehr mit mir? Nee, bis zum Server Restart nicht mehr. Er muss erstmal das Gesagte verarbeiten. Ich bin direkt hinterm Hangar, also wenn die ausstürmen, einfach komplett rum. Ja, wer weiß, wo die landen, Alter. Ja, überall auf dem Gebiet landen hier. Aber finde ich gut, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Man muss auch ein bisschen aufpassen, im Nordosten ist dieser Hügel, da kann man hier komplett reingucken. Ist zwar, glaube ich, ein bisschen weiter weg, aber... Ich glaube schon, dass sie eine Anlandung machen. Und irgendwie bei so spät würde ich fast vermuten, dass sie es mit der Ballerei enden lassen. Ankunft in 2 Minuten. Hey Jungs, macht euch bereit. Haltet euch bedeckt. Ab wann schießen wir? Wenn er in der Luft ist oder wenn er gelandet ist? Nein, wir schießen nicht. Die wollen was uns bringen, Mann. So, stimmt denn wieder? Wie bitte? Die bringen uns Sachen. Die sollen mit einem Ghost Talk Sachen bringen. So, aber es kann natürlich sein, dass die auch eine volle Ladung Kopf da drin ist, anstatt die Sachen, die wir haben wollen. Okay, so, okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Und gleich die wildeste Ballerei hier gleich losgeht. Ja, ja, allerdings kommen die Leute immer wegen Squad XML. Ja, den habe ich zu dir geschickt. Leute, wir müssen uns aber beeilen, ne? Wir müssen das schnell in der Hänge im Haus parken, alles. Nein, alles, macht eure Taschen leer und schmeißt das Wasser und alles weg und jeder. Wir haben 5 Spike-Strips, jeder nimmt einen Spike-Strip raus und gute. Okay. Verteilt ihr euch, falls ihr irgendwelche Action machen oder was? Haben wir schon. Ja, haben wir schon. Soll ich im Hangar bleiben bei Herrn Boning? Ja, bleibt einer da. Einer sollte auf jeden Fall da sein. Wenn du Schießerei, wenn du Schüsse hörst, also oh Gott, nee. Schießerei. Ja, ich wär gespannt. Ich geh in die Schlammengebäude. Weil ich hab heute zu viel gequatscht, Alter, schon den ganzen Tag. Ja. Also wenn ich Schießerei hier, dann richtig hin oder wie? Dann riech das hin, ja. Aber das, nee, warte lieber auf Kommando, nicht, dass auf einmal hier irgendein Trollo reinkommt und auch rumschießt. Okay. Und dann, wenn du denkst, okay, pam. Ja, ein bisschen doof, wenn unser Druck. Hast du eine Rauchgranate? Dann kannst du ja mit der Rauchgranate ungefähr. Ach, wohl, mit Rauchgranate sagen, wo die landen sollen, ist auch scheiße. Ja, da können wir gleich ein bisschen Deckung für die Polizisten machen, die rausstürmen. Ja, eben. Das klingt gut. Am besten mit Ifrit so eine schöne Rauchwolke. Du musst einen Ifrit reinstellen und dann sagen, den dazu smoken und sagen, bitte da landen. Dann explodieren die mich. Das wäre aber echt lustig, oder so ein Quad da reinstellen, zu smoken und sagen, und die Spikes müssen trotzdem da liegen, ne? Und die denken sich so, oh geil, wir können im Rauch landen, Trottlos haben uns so ja, schöne Nebel. Boom, weil ein Quad das wäre doch auch was. Und dann, siehst du links die Meldung, Alter, wie alle Cops tot sind auf dem Server. Das ist genauso geil wie eine Toriskurve, wenn ein Bogen umgefallen ist, dahinter ein Quad zu stellen. Oder mitten rein. Ja. Schrauber kommen. Von wo, welche Richtung? Hört sich an nach... 40. Oh, südlich. So, wer ist jetzt alles in der Nähe? Ja, ich habe keine Karte aufmachen, selber gucken. Gar keiner mehr? Sauber. Dann gehe ich mal eben reden. 250 Grad. Dann gehe ich reden. Also, einer muss ich jetzt.
Da ist er. Oh. Ist aber ein Hummingbird. Pilot ja. Swabby. Sollten die nicht mit dem Ghost. Oh, der ist voll besetzt. Da sitzen auf jeden Fall drei Leute drin. Ja, kurz zu dritt werden sie nicht viel machen können. Ihr seht mich, ne? Ich versuche, dass sie bei mir landen. Was aber winken. Sehr, sehr tief. Winken. Papa, winken. Okay, und macht euch bereit, Alter. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht gerade. Das sind Rekruten. Ich glaube schon, dass die da nicht viel machen. Alle bewaffnet schon mal. Okay. Die haben die Waffen weggepackt. Das sind zu viel. Ich stehe hier drinnen. So, komm, zweimal noch her. Noch ein HD. Der DF-Mörder. Aber irgendwas stinkt hier doch. Ohne Frage. Schaut sich gerade um. Kommt noch ein Heli. Ghost das ist kein Kopf-Heli. Warte mal auf den Heli auf. Aber es ist ziemlich verdächtig. So, hallo, Herr Fero. Die jetzt hier einkaufen wollen, müssen nur denken, was ist denn hier los, ey. Aber uns hängen halt neuerdings die Cops öfter rum. Schauen sich um, das finde ich nicht toll. Ja, die gucken, die spotten. Habt ihr noch die Eingänge so im Blick? Okay, Jungs, zweimal nochmal zu mir, bitte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hold fire! Puff, kommst du zu mir? Okay. Puff, wo bist du? Kommen von hier hinten. Die Typen da durchsuchen unsere ganzen Autos, ne? Die DF-Leute. In der Regel ist kurz. Ich hab ihnen schon gesagt, sie sollen weggehen. Oh, einmal aus dem Hotel, bitte noch. 10, 11, hold fire! Komm mal. Puh, wo gehst du hin? Achso. So, einer noch, wer ist da noch? Batman, ja. Mob kommt zu dir. Ach, mehr wohin gibt's auch gar nicht auf dem Server. Mob, mach deine Taschen leer. Sag mir, wenn ich ihn abfüllen kann. Da ist noch einer, Batman, hinter dem Auto. Den Data nicht vergessen, die ist Bikestrips haben wir dann. Lass den Bowling frei. Lass den Bowling frei. Hast du alle Spike-Trips? Ja, Spike-Trips haben Poop und ich. Poop, du müsstest zwei haben. Ich hab zwei. 10 Donuts. Ja, ist gut, alles klar. Ich geh aber wieder oben hin. Ja, ja. Hold fire! Macht der eine Kopf? Die zieht hier einen Taser. Der eine hat einen Taser gezogen. Ja. Er will wieder das Fangtas nehmen. So, er ist adotiert. So was sollte man nicht machen jetzt. Ja, es hat wahrscheinlich gebuggt, da kann der ja auch nichts für. Kommt manchmal. Ich
Und jetzt stürmen sie alle los und schießen alles um. Ja, alles wegschießen. Oh, diese Räder. Das war jetzt lustig. So kriegt man Spikes mit, Jungs. Exkludieren wir die Leute, die an unserer Sache klauen, oder was? Wenn sie knapp über dem Hotel sind, man Piloten rausschießen. Nein, die sind weg. Die sind weg. Die haben auch nicht umgedreht oder landen, also. Ja, die sind weg. Oh ja. Sehr schön. Rausgenommen, oder was? Hm? Hold fire! Das hat super geklappt. Ja. Ich hätte ja mitgerechnet, dass die was machen. Vielleicht waren sie zu wenige für sich. Ging doch schon Schiss, wenn wir 5 sind und die 10. Eben wollten nur Rambo mit 2 und 10 Leute reinlaufen. Wollen wir noch schnell über die Bühne kriegen. Wollen wir das nicht nach dem Server-Restart machen? Sind nur noch 5 Minuten. Ja, dann sag den das. Sonst fehlt nachher irgendeinem irgendwas, wenn das nicht mehr gesynkt wird. Ach, ja, dann sag den das, zieh deine Klamotten an. Aber wie sie sich gleich umgeguckt haben, ne? Wo wir überall sind, also das müssen wir uns merken. Die werden sich die Position gemerkt haben, also müssen wir uns für nächstes Mal ein bisschen anders positionieren. Das kann sie mal auch einer oben auf das Silo legen zum Beispiel und sowas. Ja, da fällt es gar nicht auf dem Silo. Ja, beim Hinflug aber nur. Ja, das fällt auf, selbst wenn du unten stehst, wenn du nicht zerbruckel auf dem Silo, das fällt auf. Ne, geht's ja, einige Positionen können ja auch unsichtbar sein. Okay, Skywalker, legst du gerade deine ganze Zivilkleidung in den Rucksack? Safe, ja. Pack mal lieber die Gorilla-Kleidung weg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hold fire! Ach, das übliche, ja, ich glaube, ich weiß noch. Ja, Beast, wo das schon Plan für den Restart? Ja, ja, ich hab einen guten Plan, ich geh ins Bett. Ja, okay, gut, bin ich dabei. Aber nicht in meinem Bett, Batman. Ja, ich geh jetzt auch pennen. Ich muss wieder morgen um 10 vor 6 aufstehen, und ihr? Jo, ich bin aber umzudrehen. Um mal die Augen aufzumachen, dich zu decken, zu lachen und dir schlafen zu gehen. Dem einen Offroad ist noch eine Waffe drin. Raus in den Rucksack rein. Und eine taktische Weste. Das ist Puck Monkeys. Das ist Puck Monkeys. Lass mal drin. Engage at will. Der greift sich die Sachen schon aus. Und eine Waffe. Cooper, eine Waffe. Das wird eng. Ja, geht ihr vor irgendwas, ne, oder das Vorsichtig.